Der Weg nach Aschfall ist lang und gibt einem viel Zeit zum Nachdenken. Seine Hand fasst sich ihren Griff um den Stab. Und wenn man lange genug nachdenkt, dann geht man nicht nach Hause. Ich ging, ohne mich von irgendjemandem zu verabschieden, nur mit der Robe am Leib, die ich bei Halgor trug, meinem Stab und meinem Namen, der seit langer Zeit begraben ist. Also ist ein richtiger Name gar nicht durch. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. We had done all that. Grab victory from defeat and was mit den anderen 11 Bombenbauern und Jüngern geworden ist, das weiß ich nicht. Ob sie dieselben Zweifel wie ich erlitten, aber es war nicht genug. Es war falsch. Wir hatten alles getan, was diese Hure verlangt hatte. Wir hatten aus der Niederlage einen Sieg gemacht und... Du fühlst dich, als hättest du von deiner Göttin betrogen worden? Fühlst du dich, als hättest du deine Göttin betroffen? There is something about being used and cast aside. Perhaps Widewen himself felt it. There at the end, when the hammer struck. To be the proof that your god is hollow as the vessel it inhabits. Da gibt es etwas. Es geht darum, benutzt und verstoßen zu werden. Duritz greift die Augen zusammen, als würden sie sich auf einen inneren Gedanken konzentrieren. Vielleicht spürte es sogar Widewen selbst, ganz am Ende, als der Hammer zuschlug, dass er der Beweis dafür war, dass sein Gott so hohl ist wie die Hülle, die er bewohnt. I tried to find purpose and avoided all contact with other Magranic priests. Did not seek the walls of Ashfall. And sought to make amends to my God through actions. Ich versuche einen Sinn im Leben zu finden und miet andere Magram-Priester, suchte die Mauern von Aschfall auf und versuchte mich durch meine Taten mit meinem Gott zu versöhnen. I joined with the Purges for a time, and not long after came the first signs of the Hollowborn. So many crimes, trespasses, violations, the salvation. Animancers were another sickness born of the Saints' War. A relapse of innovation, of desperation to heal what we had caused. All seemed worse than before the bridge, not better. And as years passed, the world became even worse still for the victory. Eine Zeit lang machte ich bei der Säuberung mit, und nicht viel später kam es zu den ersten Hohlgeburten. Er legt die Stirn in Falten. So viele Verbrechen, Vergehen, Verstöße. Er spuckt aus. Die Erlösung? Beseeler waren noch eine Krankheit, die durch den Krieg des Heiligen geboren wurde. Ein Rückschritt der Innovation im verzweifelten Versuch zu heilen, was wir verursacht hatten. Alles schien schlimmer zu sein als vor der Brücke, nicht besser. Und als die Jahre vergingen, wurde die Welt trotz des Sieges sogar noch schlimmer. Vielleicht war die Säuberung auch nicht das, was Makran wollte. Jetzt verstehe ich, warum du deine Göttin eine Hure schimpfst. Sie hat dir den Laufpass gegeben und trotzdem schmachtest du ihr nach. Du hast Gräueltaten begangen, wofür dich deine Göttin ausgeschossen hat. Genau, was du verdient hast. Klingt nicht danach, als ob dir deine Göttin jemals vergeben würde. Es hat den Einschein, als ob Makras Schreiben deine Prüfung ist. In seinen runzigen Stirnfalten sammelt sich Schweiß, läuft seine rosigen Wangen hinab und tropft vor der Nasenspitze. Er bewegt den Mund, aber seine Worte bleiben lautlos. Ausnahmsweise ist auch er einmal ratlos. Als er deinen Blick spürt, gewinnt er schnell wieder die Fassung und wischt sich mit dem schmutzigen Handrücken über die Stirn. Hm? Worship the whims of some fickle bitch, and you'll never be more than dirt beneath her feet. Worship what she worships, on the other hand. Take her fire for your own, and her esteem comes on its own. Of course, by that time you no longer need it. Trial and transformation, sure as Durin's taught. Seine Stimme klingt abgehackt und hastig. Wenn man die Launen einer wankelmütigen Schlampe verehrt, wird man niemals mehr sein als der Dreck unter ihren Füßen. Verehrt man andererseits aber dasselbe wie sie und nehmt ihr Feuer als das eigene, so kommt ihre Wertschätzung von ganz alleine. Natürlich braucht man diesen Zeitpunkt dann nicht mehr. Prüfung und Wandel
so wie es Durins lehrte. Durins blickt dich eindringlich an. Als du in seine Augen starrst, hast du das Gefühl, du wirst über den Abgrund einer gewaltigen Klippe blicken. You think to put the coals to my feet, but what's burned once will never burn again. These talks are your trial, Watcher. You cannot deflect the truth to one who has already been purified by it. Du glaubst, du hättest die Kohlen unter meine Füße gelegt, aber was einmal gebrannt hat, wird nie wieder brennen. Diese Gespräche sind deine Prüfung, Wächter. Jemand, der von der Wahrheit bereits geläutert wurde, kannst du die Wahrheit nicht vorenthalten. Was ist auf der Brücke geschehen? Wir wählten die Brücke aus, weil wir sie kontrollieren konnten. Durins Hände verstärken ihren Griff und die Spitze des Stabs, als ob sie ihn an den Hals packen würden. Sie war ein Ort, wo wir Eotas in seinen eigenen Schritten erwürgen konnten, wo wir wussten, dass seine Füße fallen würden. Einem engen Flaschenhals aus Stein. Aber sie war mehr als das. Sie war eine Säule des Dürrwalds und stellte symbolisch dessen Rückgrat dar. Solche Symbole sind beim Bau einer Waffe von großer Bedeutung. Durin studiert seinen Stab und fährt mit den Augen die Einkerbungen entlang. Bei jeder Waffe. Durins Gesicht wird härter, seine Augen brennen und er runzelt die Stirn. Ich vermute, Eotas wusste das ebenfalls und auch sein Gefäß in ihrer Arroganz. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Er beabsichtigte, so auf die Brücke zu gehen, als würde er auf den Rücken des Dürrwalds gehen. Und wir beabsichtigten, ihm im Licht unseres Glaubens und dem Sein zu verbrennen. 12 auf der Brücke und 12 im Schatten, und wir opferten uns auf. Ihr opfertet euch auf. We put much of ourselves into the Godhammer. Such a device is not simply a machine. There are elements of the spirit in it. Even Widewind's spirit. Wir ließen viel von uns selbst in den Götterhammer einfließen. Solch ein Gerät ist nicht bloß eine Maschine. Nein, in ihr finden wir die Elemente der Seele. Durins runzelt die Stirn, sogar vom Whitewinds Seele. Elemente der Seele. Each of the 12 who brought the Godhammer forth would have done anything to save the Deerwood, save its people. It is why we were chosen. Each of us hated this pretender. That rage, that spirit, that rebellion went into our work and went into studying him as well. Jeder der 12, die den Götterhammer hervorbrachten, hätten alles getan, um den Dürrwald und seine Bevölkerung zu retten. Das war der Grund, weshalb man uns ausgewählt hatte. Jeder von uns. Durins Gesicht verzerrt sich mit einem Zähneflitschen. Jeder von uns hasste diesen Heuchler. Dieser Zorn, dieser Geist, dieser Rebellion floss in unsere Arbeit und unser Studium über ihn ein. Warum Whitewind? We all studied Whitewind. He was our enemy, and he had provided the flesh the God wore as a cloak. That flesh made him vulnerable. I knew what fields his hands had tilled, his family, what he had harvested, where he had been born. We sought to know him, what had led him to fight us. Wir alle studierten Whitewind, er war unser Feind und hatte das Fleisch bereitgestellt, das der Gottesmantel trug. Dieses Fleisch machte ihn verwundbar. Ich wusste, welche Felder er und seine Familie bestellt hatten, was er geerntet hatte, wo er geboren worden war. Wir streben danach, ihn zu kennen und zu erfahren, was ihn dazu geführt hatte, uns zu bekämpfen. Warum war das wichtig? You don't kill the God. You kill the man it inhabits, and you leave that man a ruin. Burn him to ash. The weapon was meant to not only burn his flesh, but it would burn his soul. And it did, at the cost of our own, and at the cost of our goddess's favor. That whore be damned. Man tötet nicht den Gott, sondern den Mann, in dem er wohnt. Und diesen Mann ruiniert man und verbrennt ihn zu Asche. Klingt hart irgendwie. Die Waffe sollte nicht nur sein Fleisch verbrennen, sondern seine Seele gleich mit. Also den Gott. Und das tat sie auch auf Kosten der unseren und der Kunst unserer Göttin. Verdammt soll diese Hure sein. Ist das der Grund, weshalb dein Bild im Traum verschwommen war? Durins runzelt die Stirn und wirft dir einen scharfen Blick zu. Wächter, vielleicht wurden deine Augen vom Licht des Götterhammers geblendet. Er schnaubt fächlich.
Manchmal mag ich mich ja nur wie ein halber Mann fühlen, aber das ist immer noch doppelt so viel wie die meisten anderen. If you fear for my spirit, your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me stronger. Made me re-examine the teachings of Margrin. Put them in a new light. Durin schüttelt den Kopf, aber er wirkt angespannt, denn sein Gesicht ist komplett rot. Wenn du um meinen Geist fürchtest, dann sind deine Sorgen unbegründet. Der Götterhammer, sein Licht zu sehen, schürte meinen Zorn nur noch und machte mich stärker. Ließ mich die Lehren Markrans aber mal überprüfen, sie in ein neues Licht stellen. Es wirkte so, als wäre dort nur ein Teil von einem, als ob einem die Seele entzweigeschnitten wurde. I do not need you to cast any more questions on me, Watcher. Nor did I ask you to look upon me without my leave. Get gone and leave me be. Durans knurrt wütend, sein Gesicht jetzt fiebrig rot. Ich muss mir keine weiteren Fragen vor dir einhören, Wächter. Und mich ohne meine Erlaubnis zu betrachten, darum habe ich dich auch nicht gebeten. Verschwinde und lass mich in Ruhe. Hat das was in Durans Prüfung gebracht? Ja, er hat mir was davon erzählt. In Markrans Kabelung, ja, das kennen wir. Durans offenbarte mir, dass er einer der Ingenieure der Götterhammerbombe war. Es muss noch mehr daran sein, dass er mir aber nicht erzählt, zumindest noch nicht. Ich hatte einen Traum über Durans. Meine Augen schienen sich nicht auf ihn konzentrieren zu können und aus seinem Stab fuhr ein blinder Blitz. Etwas an dem Traum schien mir fast zu real, als ob ich mir etwas in seiner Seele offenbarte. Ich sollte ihn fragen, was ich gesehen habe. Kann ich nochmal mit ihm reden? Kann ich dich was fragen? Also hast du den Götterhammer gebaut? It felt as if the staff was Margrin's own finger, guiding my even in. Ja, das kennen wir alles schon. Ich habe noch Fragen. Nein, ich möchte dich was anderes fragen. Okay, da können wir erstmal auf Wiedersehen anklicken. Gut, jetzt habe ich ja schon ein gutes Stück überzogen mit der Aufnahmesession. Da werden heute halt 7 Folgen draus statt nur 6. Sure. Ich hoffe ja bald wieder 8 Folgen aufnehmen zu können, jetzt da ich nur noch 2 Projekte am Laufen habe. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Empire ist vor kurzem beendet worden, wenn ihr das Video jetzt seht. Deswegen kann ich jetzt auch in 2 Projekten pro Aufnahmesession wieder 8 Folgen produzieren, also 2 Stunden am Stück aufnehmen. Aber das soll es dann erst einmal für diese Folge gewesen sein, für diese Aufnahmesession. Wir gucken uns dann mal die Kopfgeldjäger-Quests an. Klappern in Goldtal den Tempel nach Secrets nochmal ab. Was ich vorhatte. Steht was Neues in meiner Biografie. Palegina und den Tempel. Vision. Von Vision steht nichts Neues. Enzyklopädie. Bestarium. Ausrüstung. Spellholding. Aha. Spell Striking. Spellbind, das ist alles Englisch. Versteck und Werkzeuge. Charakterstatistiken, Kampfmechaniken und so weiter. Wirkungen und Verletzungen. Wissen. Adra, Beratsrat, Beseelung und so weiter. Ja. Also ja, Kopfgeldjäger-Quest, und dann versuchen wir nochmal uns Redrick vorzunehmen, dass wir Fürst eines Ödlands abschließen können. Und dann sehen wir mal weiter. Aber nun speichere ich erst einmal.
Spiel speichern. LP 00008. So, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.